So, auf geht's. Formel 1 Rennen Barcelona. Ich bin jetzt hier angekommen. Ich bin ja 2 Wochen in Barcelona. Komme ja aus Lissabon. Und habe ein schönes Ticket. Boxenausfahrt. Und hat jetzt 5,10 Euro gekostet, die Fahrt aus Barcelona hierhin. Und Rückfahrticket ist auch schon drin. Und ich nehme dich einfach heute mal mit. Heute ist Samstag. Gleich freie Training und Qualifikation. Ich liebe Formel 1, ich bin ja Ferrari-Fan. Und aber eins kann ich dir schon sagen, wenn du meinen Kanal abonnierst, ich nehme dich auch mit nach Monaco zum Formel 1-Rennen. Das ist ja dann in 2 Wochen. Und überall gibt es hier schon Stände, wo man halt Souvenirs kaufen kann. Man kann überall Baguettes kaufen für 3 Euro, 3,50 Euro, 4 Euro, so ein halbes Baguette mit gekochten Schinken und so. Man verhungert nicht. Ist ein halbes Baguette, 3 Euro, 3,50 Euro. Ist ein guter Preis, finde ich. Aber in Spanien ist ja alles ein bisschen günstiger, auch in Portugal. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier langlaufen. Ich laufe einfach mal den Leuten hinterher. Da ist das Schild für die Rennstrecke. Also ein bisschen hier. So, mal schauen, das ist das grüne Schild, darauf muss ich achten. Aber ich laufe der Menge hinterher. Und ich werde dich auf jeden Fall noch 2-3 Mal mitnehmen heute. Keine Ahnung, wie lang das Video wird. Das Ticket hat keine 300 Euro gekostet für die 3 Renntage. Gestern war ich aber nicht da. Gestern habe ich am Strand hier in Barcelona ein bisschen entspannt. Und ich habe gearbeitet. Hatte einen Zoom-Call mit einem meiner Partner, mit dem ich zusammen ein Unternehmen gründe, beziehungsweise das Projekt ist schon fertig halbwegs. Wir übernehmen ein Projekt von mir und er, ich habe sozusagen 50% der Anteile verschenkt für dieses Projekt. Dafür wird das halt aufs nächste Level gehoben. Jetset Lifestyle ist schon cool. Ja. Hündchen. Und wenn du das auch machen willst, Links sind unter dem Video, ne? Was ich so alles mache und so. Ciao. Erstmal. So, ich bin jetzt an meinem Platz angekommen. Hier ist das Ticket. Und mal schauen. Wir haben ja Samstag. Natürlich, Highlight ist natürlich morgen. Aber ich zeig dir das einfach mal. Mal gucken, ob man das so gut sieht. Das Geniale ist, ich sehe die Autos aus der Boxengasse rausfahren, hinten die erste Kurve und dann auf den Rückweg siehst du dann halt die nächste Spur, da kommen die ja auch wieder zurück. Also ich sehe ziemlich viel Action und genau gegenüber ist auch ein Kiesbett, wenn du das mal, das ist die weiße Fläche. Und das ist ja nochmal eine schöne Möglichkeit, um Action zu sehen. Hoffentlich kein Sebastian Vettel, aber der Helikopter kreist die auch schon. Und einen Monitor habe ich da vorne auch, das ist sehr, sehr toll. Weil ohne eine Leinwand ist es auch immer ein bisschen schwierig, das Rennen zu verfolgen nach ein paar Runden, wer jetzt gerade vorne ist und so. Und da ist so eine Leinwand schon echt hilfreich. Aber auch diese Bergabpassage, die da hinten ist. Genau gegenüber ist auch dieser Hügel ringsrum, da sitzen die Leute. Die Plätze waren ein bisschen günstiger, aber ich weiß nicht, ich finde den Platz hier schon sehr, sehr gut. Unter 300 Euro für das ganze Wochenende fand ich auch ganz gut. Und mal schauen, wann hier was los ist. So, erste Qualifying oben, beziehungsweise P3. Wurde jetzt abgebrochen, rote Flagge. Und jetzt geht's hier in die Fanzone. Und ich wurde gerade gefragt,
ob ich denn jetzt hier arbeite oder so, ob ich meinen Computer dabei habe oder so. Nein, ich habe meinen Computer nicht dabei, aber ich arbeite trotzdem. Ich habe ja jetzt gerade zwei Handys dabei, ein Android-Handy und ein Apple-Handy und mache natürlich Support. Zum Beispiel habe ich gerade eine Support-Anfrage bearbeitet zum JetSet Affiliate-System. Ich poste auch was auf Instagram und so weiter. Hier kann man Simulator von AMG. Also es ist immer etwas zu tun. Und wenn es halt auch Kommentare sind bei Instagram zu machen oder Fragen zu beantworten, Umsätze checken, funktionieren die Webseiten und. Senna ist natürlich so geil. Ich habe den Unfall damals live am Fernsehen miterlebt und die Rennunterbrechung und so. War schon ein sehr, sehr komisches Gefühl. Ferrari stand. Ich glaube, ich mache jetzt mal Schluss und schau mal, was es Geiles bei Ferrari gibt, oder? Natürlich Caps. Was wollt ihr haben? Schreibt mal in die Kommentare, was für Fan seid ihr vielleicht? Welches Team? Und rotes Cappy von Ferrari oder Scuderia Ferrari Cappy Weiß? Ich zeige euch die nochmal. Aber das sind jetzt erstmal die Kindergrüße, glaube ich. Und es ist hier sehr, sehr viel los. Oder wollt ihr lieber eine Uhr? Natürlich darf das Ferrari-Zeichen nicht fehlen. Eine riesen Rolex, die will ich haben. Warte mal. Und es ist hier ein grüner Rasen. Also ich freue mich auch schon auf Monaco, da gibt es auch immer Formel 1 Rennwagen aufgebaut und sowas. Auf jeden Fall, vor ein paar Jahren war das mal. Und es gibt auch immer mal so Simulatoren. Irgendwo war ein... Oh, es ist hier laut. Genau. Yeah.
Also hier ist immer etwas los. Simulatoren natürlich auch, ne? Oh Mann, das ist laut. Aber Alfa Romeo ist auch da. Das ist natürlich geil, dass die Kultmarke wieder da ist in der Formel 1. Mann, 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 war das laut. Ich weiß jetzt gar nicht, irgendwie ist die Kamera jetzt gerade ausgegangen ein bisschen. Beim Film. Ein Automat, ein Geldautomat im Auto. Die könnten mit dem Geld wegfahren. Es ist schon cool. Aber hier gibt es noch sehr, sehr viel mehr. Natürlich auch im Fanshop von der Rennstrecke. Dodds Original gibt es hier. Keine Ahnung, was Dodds Original ist. Aber ich weiß gar nicht, wie das Wetter ist heute. Es könnte immer mal wieder einen Schauer geben, so sieht es aus. Aber kaum jemand hat eine Jacke mit. Aber egal. Hey. Das offizielle Programm kostet 15 Euro. Aber, ja, weiß ich nicht, 15 Euro für so einen Scheiß ausgeben, nö. Das ist nicht meins. Ich will mir gleich irgendwo ein Würstchen holen oder so. Oder ein Stück Fleisch. Mal schauen. Aber jetzt gerade sind die Schlangen schon ein bisschen länger. Eis steht keine Ahnung. Ja, hier vorne ist nochmal eine große Bühne. F1 Esports is back. With the F1 New Balance Esports Series 2019. A truly open competition. Ich bin ja bei der Formel 1 in Monaco, aber ich habe kein Ticket. Ich schaue mir auch auf so eine großen Bühne, schaue ich mir das Rennen an, macht viel mehr Spaß und dann hat man die Party noch in Monaco. Wenn schön Wetter ist, filme ich das auch alles. Each qualifying event is a different racing scenario, designed to challenge the driver, with drivers scored based on lap times, clean driving, and how much driver assist is used. The top six drivers from each event are then invited to a playoff race in May, one race per platform, with the top 10 finishers on each qualifying for the pro draft. Here, they must race to stay in the competition and progress to the live draft show. They will be joined by any Pro Series 2018 drivers who have been released from their teams. A live draft show will see each of the official F1 Esports teams pick at least one driver to join their existing driver rosters and represent them in the Pro Series. They'll be battling it out across four live events from September to December for the Team and Drivers Championship and a share of the $500,000 prize fund. So, mal gucken, ob ich euch nochmal die Boxengasse zeigen kann von hier. Ist ja auf der anderen Seite, aber das dürfte jetzt schon Start-Zielgerade sein. Da vorne ist, da dürfte die Rennkommission sein oder so, die Rennleitung. Ich sitze ja genau auf der anderen Seite. Boxenausfahrt, hier ist die Boxeneinfahrt. Mal schauen, vielleicht darf ich auch irgendwann mal in die Boxengasse. Das wäre ein Traum, oder?
Und das alles vor 3,5 Jahren, wo ich noch Flaschen gesammelt habe in Berlin, hättest du mir das gesagt, dass es so einfach ist, um die Welt zu reisen, Geld zu verdienen, en masse. Manchmal stehe ich morgens auf und habe in der Nacht schon 200, 300, 400, 500 Euro verdient. Und wenn du wissen willst, wie Jetset Affiliate System, der Link ist unter dem Video. Und ja, folgt mir auch einfach mal auf Instagram, auf YouTube, was ich so alles mache, außer um die Welt reisen. Kein Ferrari Cappy mehr. Ein kleiner Geheimtipp noch. Fürstenpalast oben in Monaco. Da sind mehrere Shops in der Altstadt. Die sind richtig günstig mit Ferrari Sachen. Locker mal so ein T-Shirt 20 Euro günstiger, wie so der normale Marktpreis ist oder so. Ich wollte selbst in Italien mal, ich muss mal aufpassen, da wird man immer umgerannt, in Italien mal was kaufen, und aber in Monaco Fürstenpalast 20 Euro billiger sind T-Shirt locker. Auch die Rucksäcke und Cappy sind locker ein 10er billiger. Wenn ihr da mal seid oder wenn ihr mich besuchen kommt in Südfrankreich, sagt einfach Bescheid. Mal schauen. Ich mache jetzt erstmal Schluss, wir sehen uns gleich nochmal und dann gibt es das Fazit, wer Qualifying gewonnen hat und so. Und vielleicht treffe ich noch jemand hier. Ich habe schon ein, zwei Gesichter gesehen von Leuten, die mir bekannt vorkamen, aber ja, vielleicht treffe ich ja Kai Ebel oder so etwas. Ja. So, der Samstag ist rum. Bottas Qualifying gewonnen, Hamilton und dann Vettel. Ja, im Fernseher ist es manchmal ein bisschen spannender. Also, es kam überhaupt keine Spannung rüber. Aber es ist natürlich schön, mal live zu sehen. Und der Vorteil ist, die Leinwand, die wir gegenüber der Tribüne hatten. Dort kann man dann auf jeden Fall immer noch mal das Rennen verfolgen, schauen, wenn jemand aus der Boxengasse rausfährt oder so. Und man sieht die Zeiten und so. Wenn du keine Leinwand hast, macht es nur einen Bruchteil so viel Spaß. Ich war ja das erste Jahr in Monaco beim Formel 1 Rennen, hatte ein Ticket. Und dort gab es zwar die Durchsagen ab und zu mal in zwei, drei Sprachen oder so, aber man hat kaum was gehört und ich wusste nie, wer wo ist, jetzt gerade im Rennen. Deshalb, also ein Tipp, wenn du zum Formel 1 Rennen gehst, schau, dass eine Leinwand gegenüber ist. Das macht sehr, sehr viel aus. So, aber im Großen und Ganzen war es ein schöner Tag. Und ab geht's nach Barcelona mit dem Zug. Hatte ich ja ein Hin- und Zurück-Ticket gekauft für 5,10 Euro oder so. Und wir sehen uns dann morgen, ne? Schau dir das Video an für den Sonntag. Ciao.